herzlich willkommen zum neuen Video hier. Heute geht es nicht um den schönen M2 CS, sondern um den schönen G20. Und warum mache ich hier ein kurzes Video mit dem Selfie-Stick? Weil alle hier viel zu tun haben und so weiter und so fort. Und ich will euch das einfach mal als kleines Video zwischendurch zeigen. Wir haben einen schönen G20 da, aber kleines Problem. Und zwar aus meiner Sicht fehlt ihm was, und zwar dieses schöne Tacho hat er verbaut. Und das sieht natürlich so ein G20 aus meiner Sicht ja schon sehr, sehr oldschool aus. Ne? Wie ihr seht, das sind ja hier diese, das ist ja so halb analog, halb digital. Das ist hier mit diesen Lämpchen gelöst. Hier hast du nur einen kleinen Bordcomputer. Das ist alles andere, ist, wenn ich mal starte, relativ überschaubar. Ja, und da habe ich gedacht, ich zeige euch mal ein kurzes Video dazu, wie es auch anders geht. Also wir bauen jetzt das Tacho aus und der kriegt jetzt die neue Variante und dann schauen wir uns das Ganze gleich an, wenn es fertig ist, weil da bin ich echt neugierig. Ich glaube, das wird nämlich ein krasser Vorher-Nachher-Vergleich. So sieht das Ganze ausgepackt aus. Ja, das gibt es natürlich jetzt auch bei uns direkt im Online-Shop. So, neues Tacho ist drin. Wir schauen mal zusammen rein. Ich zeige es euch. Ich denke, hier kann man es schon mal ganz gut sehen. Sieht das schon wieder ganz anders aus. Alles voll digital. Läuft doch alles einwandfrei. Das Auto-PDC. Die Meldung kommt, weil leider ein Sensor bei ihm defekt ist. Das war vorher schon so. Alles läuft wunderbar. Ja, und falls auch ihr so eine Nachrüstung haben möchtet, dann meldet euch gerne bei uns. Kilometerstand, wie gesagt, auch da alles vom Fahrzeugoriginal übernommen. Alles wunderbar. Und ja, falls auch ihr so eine Nachrüstung haben möchtet, meldet euch. Wir prüfen das, ob es bei eurem Fahrzeug möglich ist. Und ja, an der Stelle sage ich wie immer danke fürs Video. Kurzes Video, aber wieder ein kleines kurzes Update. Falls ihr was nachrüsten möchtet für die G20, G-Modelle, wie auch immer, meldet euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal nochmal kurz Licht an, sehr dunkel. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.